herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Zwischen Weihnachten und Neujahr, genauer vom 27. bis zum 29. Dezember, bleibt das Rathaus geschlossen. Ab dem 2. Januar sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung dann wieder wie gewohnt für sie erreichbar. In nur 22 Minuten von Güstrow nach Rostock. Das ist mit der neuen Express-S-Bahn S2X möglich. Dank der Förderung durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität im Rahmen des MIROR-Projektes wurde zum Fahrplanwechsel erfolgreich ein neues Express-S-Bahn-Angebot zwischen Rostock und Güstrow vorgestellt. Die S2X ermöglicht es Fahrgästen nun, mehrmals täglich in nur 22 Minuten ohne Zwischenstopp zwischen den beiden größten Städten des Verkehrsverbundes Warnow zu pendeln. Daniel Bischoff, Geschäftsführer der VMV, Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, erklärt die Beweggründe der Einführung. Uns hat der Verkehrsverbund Warnow vor ein paar Jahren angesprochen, weil der sich im Rahmen eines Bundesförderprojektes beworben hat, ob wir nicht auch als Land ein Projekt mit einbringen können. Und wir haben schon in den letzten Jahren immer wieder mal Anfragen gehabt, ob wir nicht schnellere Verbindungen zwischen Güstrow und Rostock schaffen können. Und das gelingt uns jetzt mit der S2X, die dann dreimal am Tag, montags bis freitags, von Rostock nach Güstrow fährt und so in 22 Minuten eine schnelle Fahrzeit zwischen beiden Städten ermöglicht. In einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern sind die Bewohner auf eine gute Infrastruktur angewiesen. So einfach wie zwischen Güstrow und Rostock lässt sich dies aber nicht überall in unserem Land umsetzen. Es ist immer ein bisschen schwierig. Wir sind ja als Eisenbahn darauf angewiesen, dass wir eine gut ausgebaute Infrastruktur haben. Gerade hier im Knotenpunkt Güstrow merken wir das, wenn wir an die Verbindung nach Neubrandenburg denken. Da ist die Strecke nur eingleisig und wir brauchen da Ausbau auf der Strecke durch die Deutsche Bahn AG, damit wir dort schneller werden können und auch mehr Züge fahren können. Das wird leider noch ein paar Jahre dauern. Für viele Berufspendler sind solch schnelle Verbindungen eine große Erleichterung. Die nächste Zeit soll zeigen, ob die aktuelle Taktung ausreichend ist. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat den Verkehrsverbund Warnow aus über 160 Bewerbungen deutschlandweit für das ÖPNV-Modellprojekt MIROR ausgewählt. Fördermittel in Höhe von rund 29,3 Millionen Euro wurden vom Ministerium bewilligt. Zusätzlich unterstützt das Land Mecklenburg-Vorpommern das Vorhaben mit etwa 2,9 Millionen Euro. Wie bedeutend dieses Projekt ist, erklärt Staatssekretärin Ines Jesse. Also wir haben ja jetzt die Mobilitätsoffensive gestartet bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Das bedeutet unter anderem, mehr Busse sind unterwegs, aber auch vor allem mehr Züge. Insgesamt, beziehungsweise die Züge sind mehr unterwegs, insgesamt 1,2 Millionen Kilometer werden wir mehr auf die Strecke bringen. Und dieses Projekt ist ein Teil davon, darüber freuen wir uns riesig, dass wir jetzt zwischen Rostock und Güstrow diese Möglichkeit haben der Anbindung, weil es ist wichtig auch nicht nur für Güstrow und für die Bürgerinnen und Bürger hier vor Ort und für die Rostocker, sondern auch für Tederoher, die dann bessere Anbindung haben, weil wir jetzt eben halt 22 Minuten unterwegs sind und dann können die auch nochmal gut zusteigen und haben auch nochmal eine gute Anbindung. Freuen wir uns. Nicht nur die Einheimischen profitieren von einem gut ausgebauten Verkehrsnetz. Eine unkomplizierte Verbindung im Land sorgt auch für mehr zufriedene Touristen, die sich schnell und einfach quer durchs Land bewegen können. Ja, unsere Mobilitätsoffensive hat zwei Ziele. Einmal Mobilität im gesamten Land zu stärken und damit insbesondere für den ländlichen Bereich auch da zu sein, aber auch für den touristischen Bereich. Und da werben wir natürlich überall, wo wir unterwegs sind. Und wenn Sie diese positiven Nachrichten auch noch weitergeben können, ist das die beste Sache, die wir uns vorstellen können. Bis Ende 2024 sollen rund 40 Maßnahmen in der Region Rostock den öffentlichen Nahverkehr nachhaltig verbessern. So schnell steht der dritte Advent vor der Tür. Der lebendige Adventskalender der Innenstadt ist weiter in vollem Gange und beschert uns jeden Tag eine kleine Überraschung. Den 16.12. öffnet das Karma-Café, am dritten Advent grüßt das Eispavillon, am 18.12. öffnet die Floristik Diana Rabe und am 19.12. wartet die Ratsapotheke auf Sie. Die Mitglieder der Stadtvertretersitzung stimmten am 11. Dezember mehrheitlich gegen den Beschluss, dass im Eigentum der Stadt Bützow stehende Grundstücke und Objekte zwecks der Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften an den Landkreis Rostock verkauft oder verpachtet werden sollen. In Bützow bleibt die Frage nach dem Bau einer Geflüchtetenunterkunft weiter offen. Der Beschluss der Stadtvertreter am Montagabend hat keine klaren Antworten gebracht. Es besteht weiterhin Unsicherheit über den Standort, entweder am Schulstandort Dr. Winklerstraße oder in einer Sporthalle als Notunterkunft. Beide Szenarien sind in Bützow unerwünscht, aber der Landkreis sieht sie als Option. Die Stadt Bützow schlug vor,
eine geeignete Fläche zu finden, die dann an den Landkreis vermietet oder verpachtet wird. Dieser Vorschlag wurde jedoch abgelehnt und stattdessen wurde ein Bürgerentscheid gefordert, der allerdings keine klare Antwort erbrachte. Ja, wir haben ja in den letzten Monaten ganz viel Kraft reingesteckt, viele Diskussionen hier vor Ort geführt. Der Bürgerentscheid hat seit Votum, oder die Bürgerinnen und Bürger haben ihr Votum im Bürgerentscheid abgegeben. Heute war es Thema in der Stadtvertretung. Und tatsächlich ist es so, wie es, ich glaube, nach den Diskussionen der letzten 3 Monate auch zu erwarten war, dass man sich sehr stark auf eine verlässliche Positionierung des Landkreises verlassen hat, der sagt, wenn die Stadt an einer anderen Stelle eine solche Unterkunft errichtet, auf eigene Kosten mit einem wirtschaftlichen Risiko, dann erwartet man, und das glaube ich ganz zu Recht, auch ein verlässliches Statement, dass man sagt, an anderer Stelle, nämlich hier an der Schule, wird keine möglicherweise zweite Unterkunft in Zukunft gebaut. Und auch die Forderung, dass die kreisliche Sporthalle dauerhaft nicht als Notunterkunft genutzt werden soll, auch das ist eine aus meiner Sicht nachvollziehbare Forderung. Beide Sachen konnte der Landrat nicht verlässlich zusagen und von der Sache ist die Aussage und das Statement, so wie es heute in der Stadtvertretung getroffen wurde, aus meiner Sicht nachvollziehbar. Das heißt jetzt für uns, dass wir das Votum respektieren, dass der Landkreis jetzt im Zuge ist und sich dann sicherlich die nächsten Wochen, Monate Gedanken machen wird, wie er hier in Bützow weiter agiert. Ich halte das für schade, weil ich glaube, dass es eine einmalige Chance war, hier auch für Bützow auch Vorreiterrolle für andere Grundzentren im Landkreis Rostock zu sein, um hier eine prospektiv auch tätig zu werden und mit dem Landkreis gemeinsam zu agieren. Aber wie gesagt, ich glaube, hier hat der Landkreis einfach die Verlässlichkeit vermissen lassen und ich glaube, die ist ganz wichtig, auch in der politischen Debatte, wenn man so eine gewichtige Entscheidung für den Standort hier Bützow trifft. Und von der Sache ist respektiere ich diese Entscheidung und wir werden sehen, was kommt. Eine klare Garantie seitens des Landrats, auf den Schulstandort zu verzichten, wurde nicht gegeben. Die Stadtvertreter zeigten sich enttäuscht über die mangelnden Lösungsvorschläge seitens des Landkreises und betonten die begrenzten Kapazitäten in Kitas, Schulen und der medizinischen Versorgung. Die BWG-Fraktion äußerte Enttäuschung darüber, dass der Kreis keine Alternativvorschläge der Stadt berücksichtigte. Die CDU-Fraktion verdeutlichte, dass sie sich dem Votum des Bürgerentscheids anschließen. SPD und Linke sehen die Diskussion mit dem Landkreis noch nicht als gescheitert an und halten eine Fortsetzung der Gespräche für sinnvoll. Der Bürgermeister betonte, dass der Schulstandort als Option abgelehnt werden sollte und kritisiert, dass der Kreis die Wirtschaftlichkeit über die Sozialverträglichkeit stellt. Auch für Landrat Sebastian Konstin ist dies sicherlich kein leichtes Thema. Ja, die Stadt Bützow hat heute die Entscheidung getroffen, dem Landkreis keine Flächen zur Vermietung oder zur Verpachtung anzubieten, um dort Flüchtlinge unterzubringen. In meinen Augen wäre es eine gute Chance gewesen, für die Stadt Bützow sich an dem Prozess der Unterbringung von Flüchtlingen zu beteiligen. Der Landkreis wird natürlich weiterhin nach Flächen im gesamten Landkreis, auch in der Stadt Bützow suchen und dann vielleicht auch Flächen eruieren, wo die Stadt Bützow vielleicht nicht so viel Einflussmöglichkeit gehabt hätte, wie sie sich die gesichert hätte, wenn der Beschluss heute mit Ja abgestimmt worden wäre. Das ist jetzt so, wie es ist. Wir akzeptieren das. Wir werden als Landkreis Rostock weiterhin unsere Arbeit machen. Wünschen mir aber, dass aus den Gemeinden des Landkreises Rostock weiterhin Angebote kommen, wo wir gemeinsam Flüchtlinge unterbringen können. Natürlich immer im Gespräch miteinander. Vielen Dank. Am Ende gab es 13 Nein-Stimmen und 7 Ja-Stimmen. Doch die Debatte gilt als noch nicht abgeschlossen, da weitere Verhandlungen zwischen Stadt und Landkreis möglich sind. Gesundheitsministerin Stefanie Drese gab während der Landtagssitzung Entwarnung bezüglich des Rettungshubschraubers Christoph 34 am Standort Güstrow. Die endgültige Entscheidung steht jedoch noch aus, da weitere Gespräche und landesweite Zahlen benötigt werden. Die CDU-Abgeordnete Kati Hoffmeister erkundigte sich auch nach Plänen für einen 4. Hubschrauber in MV, zu dem aber noch keine weiteren Angaben gemacht werden konnten. Wenn der Linienbus zum lebensrettenden Fahrzeug wird. Die ersten Busse von Rebus sind mit einem wichtigen Zusatz ausgestattet worden. In kritischen Notfallsituationen ist Zeit von entscheidender Bedeutung. Jede Sekunde kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten, insbesondere bei Herzinfarkten. Im Landkreis Rostock wird nun ein Schritt unternommen, um in dieser Hinsicht die Sicherheit zu erhöhen. Rebus, als erstes Busunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, plant, schrittweise alle Fahrzeuge mit automatisierten externen Defibrillatoren, sogenannte AEDs, auszurüsten. Die Initiative geht auf den Güstrower Kinderarzt Steffen Büchner und den 2010 gegründeten Förderverein des Luftrettungszentrums Christoph 34 zurück.
Ja, letztes Jahr haben wir schon erfolgreich den Wildpark ausgestattet mit Defibrillatoren. Denn es ist ja auch eine riesengroße Fläche und wir wollten die ganz gut taktisch verteilen, dass wir da im Prinzip schnell erste Hilfe leisten können. Und da habe ich mit der Firma Herz König das Ganze zusammen gemacht. Das sind so, ist eine Firma, die Defis vertreibt und eben auch die Schulungen dazu übernimmt. Und die haben mich eigentlich so ein bisschen bewogen dazu, weitere Sponsoring- und Spendenprojekte in Angriff zu nehmen. Und ich denke, ich habe mich dann ganz schnell zusammengesetzt mit Tommy hier, mit dem ich lange Jahre zusammen auf dem Hubschrauber geflogen bin. Und wir hatten ganz schnell die Idee geboren, dass wir das am besten auf die Busse verteilen, weil die im ganzen Stadtgebiet unterwegs sind. Das heißt also, wir haben mit relativ geringem Geräteeinsatz eine sehr große Reichweite. Ne? Und das kommt im Prinzip ja nicht nur den Menschen im Bus zugute, sondern da, wo der Bus ist, wenn da ein Notfall passiert, kann er eben auch anhalten und kann eben auch den Menschen in der Umgebung helfen. In Notfällen kann einen die Situation häufig auch überwältigen und erstarren lassen. Richtig und wichtig ist aber, dass man schnellstmöglich handelt und sich einfach traut zu helfen. Die schnelle Verfügbarkeit von Defibrillatoren erhöht die Überlebenschancen von Personen mit Herzstillstand erheblich. Einfach trauen. Einfach trauen, was machen. Dann haben wir schon ganz viel richtig gemacht. Die Geräte sind so einfach gebaut, das Gerät sagt ihnen, was sie machen sollen. Sie machen das Gerät auf, das Gerät spricht mit ihnen. Das Gerät sagt genau, was gemacht werden soll. Und wenn man dann einfach handelt, dann macht man eigentlich schon alles richtig. Das Schlimmste ist es, nichts zu machen. Man sollte dabei natürlich auch nicht den Notruf vergessen, dass sich halt wirklich die professionelle Hilfe nicht verzögert. Aber gerade diese ersten Minuten, weil man muss sich vorstellen, dass wirklich nach 2-3 Minuten das Hirn schon, wenn es nicht mit Sauerstoff versorgt ist, wie es beim Herz-Kreislauf-Stillstand passiert, irreparablen Schaden nimmt. Ja? Und genau in diese Zeit müssen wir rein und ab dieser Zeit muss sofort eine Therapie erfolgen. Dieser ist jetzt verpackt in einer Tasche. Ich mache hier mal einfach die Tasche auf und mache mal das Gerät auf und dann hört man schon, das Gerät spricht mit einem. Ne? Erwachsenenmodus. So, und letztendlich, Oberkörper des Patienten vollständig entkleiden. So, letztendlich ist es so, man wendet es an, es ist nummeriert, das Gerät spricht. Angriff ziehen, um Elektroden zu entnehmen. Beachten Sie die Bilder auf den Klebeelektroden. Ja. Kleben Sie die Elektroden, wie auf den Bildern gezeigt, auf die nackte Haut des Patienten. Der erste Stadtbus in Güstrow wurde nun vorgestellt und 4 weitere Busse wurden mit AED-Geräten ausgestattet und sind auf der Strecke im Einsatz. Die Frage war einfach, der Notarzt ist nicht immer gleich vor Ort und unsere Stadt und unser Landkreis ist sehr groß und dabei ist die Idee entstanden, wir haben fast 200 Busse auf unseren Straßen im Kreis unterwegs und ob es nicht ein Ansatz wäre, diese Busse mit Defis auszustatten, um vielleicht auch mal vor dem Notarzt da zu sein und vielleicht das Leben retten zu können, wenn die Zeit doch zu knapp gewesen wäre. Und deswegen sind wir Teil dieses Projektes geworden. Das regionale Bündnis erhält Unterstützung vom Landkreis Rostock, der Wohnungsgesellschaft Güstrow, den Stadtwerken Güstrow und dem Unternehmen Rebus. Um alle 200 Busse auszustatten, braucht es allerdings mehr Unterstützer. Dem Ganzen steht ein Spendenkonto sozusagen dahinter. Also es muss finanziert werden. Die Defis sind sehr, sehr teuer. Sie müssen auch gewartet werden. Auch das sind Folgekosten, die entstehen. Und wir sind da tatsächlich auf die Bevölkerung mit angewiesen, dass jeder vielleicht ein Stück weit bereit ist, eine Kleinigkeit dazu beizutragen, um dieses Projekt eben auch dahin zu bekommen, wo wir es hinhaben wollen. Also in erster Linie werden es jetzt 5 Busse sein, die wir jetzt ausrüsten. Unser Bus, den wir heute hier haben, wird auf dieses Projekt aufmerksam machen, hat den QR-Code drauf. Sie werden den QR-Code auch an vielen anderen Stellen finden, auf das Konto verweist, auf die Spenden-Homepage sozusagen. Und dann denke ich, werden wir sehr, sehr wirksam auf unser Projekt hier aufmerksam machen können. Alle Beteiligten hoffen, dass der Einsatz der Geräte möglichst nie vonnöten sein wird und falls doch, dass somit das Leben eines Menschen gerettet werden kann. Ab dem 1. Januar 2024 wird die Nutzung des E-Rezepts für verschreibungspflichtige Medikamente verpflichtend. Patienten können das Rezept über die elektronische Gesundheitskarte, eine App oder einen Papierausdruck in Apotheken einlösen. Die Umstellung bringt mehr Komfort, spart Wege in die Arztpraxis und erleichtert den Praxisalltag durch entfallende Unterschriften und verkürzte Prozesse. Auch die Apotheken profitieren von der Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte. Versicherte können das E-Rezept in einer Apotheke vor Ort oder auch online einlösen. Das E-Rezept ermöglicht weitere, neue und verbesserte digitale Anwendungen. Von der Medikationserinnerung über den Medikationsplan bis zu einem Wechselwirkungscheck. So kann einfach überprüft werden, ob alle Arzneimittel untereinander verträglich sind. Hier geht es weiter mit unseren Kulturnews. Willkommen zu den Kulturnews.
Das Ernst-Barlach-Theater lädt am 28. Dezember zum Silvesterklassiker Dinner for One ein. Miss Sophie feiert ihren 90. Geburtstag, doch ihre Gäste sind bereits alle verstorben. Um Miss Sophie einen unvergesslichen Abend zu bescheren, muss Butler James in die Bresche springen und ihre Rollen übernehmen. Der Silvesterklassiker mit Jörg Kleinau und Joachim Kaps beginnt um 19.30 Uhr. Ab 2024 wird es das Angebot der musikalischen Früherziehung im Portfolio der Familienbildung im AWO FFLZ Gemeindezentrum geben. Dieser Kurs ist für Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren gedacht und möchte auf spielerische Art und Weise die Kinder in Kontakt und in die Verbindung mit Musik bringen. Der Güstrow Tourismus e.V. stellte kürzlich den neu gewählten Vorstand vor. Im Dezember 1991 wurde der Fremdenverkehrsverein Güstrow e.V. ins Leben gerufen. Bereits im darauffolgenden Jahr übernahm der Fremdenverkehrsverein, der seit 2008 den Namen Güstrow Tourismus e.V. trägt, die Güstrow-Information und betreibt diese erfolgreich mit Unterstützung der Stadt. In den vergangenen Jahren wurden viele Herausforderungen und Aufgaben in Zusammenarbeit mit der Stadt und anderen Partnern bewältigt. Dennoch stehen weiterhin zahlreiche Aufgaben bevor, um die sich in den kommenden 2 Jahren der kürzlich gewählte Vorstand kümmert. Annette Grabbe ist zum einen die Vertreterin der Kommune und wurde erneut zur Vorstandsvorsitzenden gewählt. Wir hatten ja auf unserer Mitgliederversammlung am 20. November wieder Vorstandswahlen und deswegen freue ich mich auch, dass wir den neuen Vorstand hier heute präsentieren können und ich konnte das Vertrauen wieder gewinnen, auch als Vorsitzende hier weiter zu wirken. Es ist ja immer ein bisschen eine andere Position, weil ich ja durch die Stadt delegiert bin. Ich nehme ja sozusagen in Vertretung für den Bürgermeister hier meine Funktion wahr und ich mache das sehr gerne, weil es natürlich auch sich wunderbar verknüpfen lässt mit den Aufgaben Marketing, Kultur und Tourismus und ich ja schon lange dafür kämpfe, dass wir uns hier als eine Einheit präsentieren und ich empfinde Tourismus nach wie vor als eines der wichtigsten Themen hier in der Stadt, das wir immer weiter voranbringen müssen, das natürlich auch ständig neue Herausforderungen hat und auch neue Potenziale bietet und wir haben viel, wir haben das Schloss, wir haben unsere schöne Altstadt, aber gerade jetzt stehen wir auch vor ein paar Herausforderungen und da freue ich mich, die gemeinsam mit dem neuen Vorstand auch zu meistern. Der erste Stellvertreter und Schatzmeister, Erich Alexander Hinz, ist bereits seit gut 2 Jahrzehnten im Vorstand aktiv. Mit 2 Hotels, die wir betreiben und der Gastronomie, ist es uns natürlich wichtig, dass Güstrow auch weiterhin attraktiv bleibt als touristischer Standort, dass der Inselsee, die Barlach-Stiftung und die schönen Seiten der Stadt auch wirklich wahrgenommen werden nach außen hin und wir gut uns vermarkten und hoffentlich alle zusammen an einem Strang ziehen und weiterkommen und uns weiterentwickeln. Die Hälfte der Vorstandsmitglieder hat täglich Kontakt zu Touristen, die in ihren jeweiligen Hotels nächtigen. Olaf Parmann ist es wichtig, diese Erfahrungen teilen zu können. Ich denke, wir haben viele Dinge, die wir anpacken müssen. Das ist nicht nur das Erscheinungsbild, natürlich, was wir den Touristen als Tourismusort jetzt bieten, sondern ich denke, wir müssen auch viele Dinge organisatorisch auf neue Füße stellen. Und da haben wir jetzt auch ein neues Team zusammen, auch mit viel Fachkompetenz und auch neue Mitarbeiter in der Tourismusinformation, die sehr motiviert sind. Und ich denke mal, das war so ein Grund für mich auch zu sagen, okay, dann möchte ich ganz gerne meinen Anteil daran haben, auch das ein bisschen weiter wieder voranzubringen. Dass der Tourismusverein nicht nur für Reisende interessant und wichtig ist, zeigt die große thematische Vielfalt, die sich Andy Hensch in seinem Aufgabengebiet vornimmt. Der Gedanke war ja immer auch durch die ganzen Stolpersteine, also Initiative Jüdisches Gedenken, dass wir auch dann zukünftig auch die Stadtführung bereichern mit Stolpersteinführung unter anderem. Oder neuerdings, wir sind gerade in Planung, auch so Stadtführung im Bereich Kniesenack. Da ist sowas geschlummert von einer jungen Dame, die das als Schulprojekt gemacht hat. Und wir hoffen vielleicht, das Ganze das auch ein bisschen in einer Regelmäßigkeit auch für die Stadt angeboten werden. Es geht um die Genusstour, es geht um die Stadtführung, es geht um die Nachtwächterführung, dass das Ganze wieder aufgelebt wird. Wir momentan schrumpfen wir sehr stark von den Stadtführern. Und ich wünsche mir, dass wir das über die Jahre hinweg viel mehr junge Stadtführer auch heranziehen können, die das Ganze dann auch für die Älteren mit übernehmen. Eine Zielgruppe, die unbedingt mehr angesprochen werden möchte, sind die jungen Erwachsenen. Da ist es schön, dass sich auch die nachwachsenden Generationen, wie Jan-Hendrik Herzsch, im Verein mit einbringen. Also ich bin jetzt neu im Vorstand und habe mich dazu entschieden, einfach auch ein bisschen als neue Generation dazu zu kommen, etwas Verantwortung hier zu übernehmen für den Tourismus in Güstrow.
Es liegt mir sehr viel daran, auch als Vermieter, selbst als Hotelier, jetzt im Vermieterausschuss meine Meinung und meine Expertise damit einzubringen und auch die gewerblichen Vermieter und privaten Vermieter hier nochmal wieder neu zusammenzufinden. Auch ein gutes, mit der Zeit gehendes Marketing ist wichtig, damit die Besucher auf die Stadt als Reiseziel aufmerksam werden. Dr. Magdalena Schulz-Ohm freut sich, sich erneut um diese Aufgabe kümmern zu dürfen. Ich freue mich, dass wir als Barlach-Stadt mit der Barlach-Stiftung hier nochmal ein bisschen enger zusammenrücken können, im Verein Güstrow-Tourismus auch. Ich bin wieder verantwortlich für den Marketingausschuss und wir planen da auf jeden Fall im Bereich des Corporate Designs uns ein bisschen zu modernisieren und wir wollen einfach gucken, dass wir insgesamt ein frisches, schönes, modernes Auftreten nach außen auch verkörpern und das wird nicht von jetzt auf gleich gehen, weil wir da wirklich uns Zeit nehmen wollen, dass das Hand und Fuß hat, aber das ist unser Ziel, dass wir uns nach außen hin auch so präsentieren, wie wir gerne gesehen werden wollen. Die kommende Zeit steht der Verein noch vor einigen besonderen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Annette Grappe ist dennoch zuversichtlich. Ja, ich würde mir wünschen, Schloss ist fertig, Marktsanierung ist fertig, das wird natürlich nicht funktionieren. Ich wünsche mir, dass es uns trotzdem gelingt oder dass wir auch dies als Chance nehmen können, auch diese Baustellen, um eben hier die Besucherströme weiter zu stärken und dass Güstrow auch gerade im Tagestourismus, da wollen wir einen Fokus drauf setzen, nochmal weitere Potenziale erschließt und das wünsche ich mir. Wir dürfen also gespannt sein, welchen Bereich sich der neue Vorstand als erstes vornimmt und worauf wir dann in 2 Jahren zufrieden zurückblicken können. Leider hat der Chor Die Brücke derzeit einen sehr hohen Krankenstand zu beklagen. Aus diesem Grund kann das für den 17. Dezember geplante Konzert in Bützow nicht stattfinden. Der Chor wünscht Ihnen trotzdem ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Der Fremdenverkehrsverein Bützow und Umgebung e.V. lädt am Dienstag, den 19.12. zu einer musikalischen Einstimmung auf die Weihnachtszeit ein. Unter dem Motto »Gemeinsames Singen im Advent« sind Sie ab 17.30 Uhr herzlich zu dem Event eingeladen. Moin! Herzlich willkommen, ihr lieben Zuschauer von Güstrow TV. Hier ist Werner Mommsen, euer Werner Mommsen, könnte man sagen. Ich wollte mal die Zeit nutzen, euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch zu wünschen. Und mir, dass ihr am 10.2. zu meinem Auftritt im Studio 2 kommt. Also das würde mich ja, also würde ich mal sagen, mächtig freuen. Ne? Und in diesem Sinne könnt ihr euch auch vielleicht eine Karte zu Weihnachten wünschen, schenken oder was ihr auch immer macht. Also lasst es krachen und dann sehen wir uns am 10.2. Euer Werner Mommsen. Willkommen beim Sport. Am 29. Dezember veranstalten die Faustballer des GSC 09 ihr Abschlussturnier. Ab 17 Uhr laden sie in die Sporthalle in der Kessiner Straße ein. Einen Tag später, am Samstag, dem 30.12., findet das diesjährige Weihnachtsturnier des GSC 09 Abteilung Badminton in der 20. Auflage statt und Sie sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. Gespielt wird in der Sport- und Kongresshalle auf 12 Feldern. Beginn des Turniers ist um 10 Uhr. Gespielt wird im Damendoppel und im Herrendoppel und bis Dienstag, den 26.12., können Sie sich noch anmelden. Guten Tag, mein Name ist Wilfried Minnig aus dem Hagebaumarkt Güstrow. Ja, wer es noch nicht gemerkt hat, der merkt es jetzt, es wird abends wieder früher dunkel. Und damit man nicht im Dunkeln sitzt und im Dunkeln munkeln muss, haben wir im Hagebaumarkt das Thema Licht einfach mal in den Fokus genommen. Wir haben ein umfangreiches Angebot an Leuchten, von der Wohnraumleuchte über die Industrieleuchte bis zum Büro. Aber ganz besonders stolz sind wir darauf, dass wir im Bereich LED-Leuchten und dekorative Leuchten ganz weit vorne mit dabei sind. Von den ganz kleinen bis hin zu den ganz großen ist alles dabei. Für jeden Geschmack, für die Elektrik, für die Beleuchtung. Wenn es ums Licht geht, kommt zu uns. Bei uns ist es meistens an.
Willkommen beim Wetter. Heute Abend und in der Nacht ziehen einige Wolkenfelder durch bei Temperaturen um die 2 Grad. Am Samstag überwiegt ebenfalls eine dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Werten zwischen 6 und maximal 9 Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt bei Tiefsttemperaturen von 9 Grad. Auch am Sonntag klart der Himmel nicht auf bei Werten zwischen 8 und maximal 10 Grad. Nachts bleibt es bedeckt bei Tiefsttemperaturen um die 8 Grad. Hier geht es weiter mit unserem heutigen Adventskalendertürchen und im Anschluss sehen Sie eine Sonderausgabe von Mit Charme und Schürze, diesmal rund um den Stollen. Willkommen in der Steakcraft. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also, kommt vorbei!